Ja, willkommen zu einer neuen Runde mit This War of Mine. So, wir sehen jetzt zu, dass wir den Krieg schnell, so schnell wie möglich hinter uns kriegen. Denn so allmählich geht es eigentlich nur noch darum, die letzten Tage totzuschlagen. Sobald die Friedenstruppen da sind, dann wird der Krieg wohl zu Ende gehen. So, wir haben wieder einen Überfall gehabt, eine ganze Menge Munition verbraucht und Sveta wurde leicht verletzt. Gut. Dann wird Marco noch mal was essen. Sie wird sich hinlegen, damit sie sich erholen kann. Pavel wird auch was essen. Und Bruno muss auch ins Bett. Und Pavel ist der Einzige, der fit ist. Wieder Nachschub beim Fleisch. Warte mal, leg mal noch ein bisschen Holz auf. Wir haben es ja. Ein bisschen kalt ist es immer noch. Ja, in der Nacht werde ich jetzt nur noch handeln oder Reste einsammeln, mit denen wir dann eventuell noch ein bisschen handeln können. So. Moment. Guck mal, ob ich hier noch was machen kann. Nein, kann ich nicht. Da sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber wir hören mal ins Radio rein. Mal gucken, ob es Neuigkeiten gibt. Es wird schwieriger denn je in Pogoren frisches Gemüse zu finden. Der Großteil der LKW-Transporte wird vom Militär oder von den Rebellen abgefangen. Das ist nicht so schön, aber für uns vielleicht auch wieder ein Vorteil. Wir dürfen erwarten, dass die kommenden Tage recht kalt werden. Einer unserer Zuhörer empfiehlt ein Glas Glühwein. Es soll nichts Besseres gegen kalte Tage geben. Prost! Plünderbanden treiben ihr Unwesen und greifen jede Nacht Häuser an. Äußerste Vorsicht ist geboten. Ja, ich bin aber überlegen, ob ich, um dem was entgegenzubringen, mal zwei Wachen aufstelle, anstatt nur eine. Das würde bedeuten, dass wir dann natürlich nicht so viel Schlaf bekommen. So, was können wir jetzt noch machen? Mal eben gucken. Wir haben noch eine Axt, die noch in Ordnung ist. Das ist gut. Filter haben wir auch noch. Brennholz haben wir mehr als genug. Alkohol haben wir 5. Ja. Ich denke, wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Momentan. Das ist alles im grünen Bereich. Und ich bin auch im Überlegen, ob ich den Leuten sogar mal etwas mehr an zu essen gönne. So, wir können sogar noch einen Alkohol herstellen. Das mache ich auch. Und
danach werden wir auch mal neues Wasser produzieren. So, Marco ist schon wieder munter. Und der bekommt jetzt mal was zu essen. Als erstes darf er mal, auch wenn er nur hungrig ist, was essen. Es kann gut sein, dass das auch die Zufriedenheit stärkt. Das weiß ich gar nicht genau. So, Marco ist nicht mehr hungrig. Ich schau nochmal hier rein. Brauchen wir hier irgendwas? Wir haben noch 44 Munition, also brauche ich noch keine herzustellen. Wir haben noch 30 Teile, das ist auch mehr als genug. Nee, es sieht sehr gut aus. Ach, Quatsch. Wollte ich ja gar nicht. Ja, der Nachteil ist, für die Munition brauchen wir auch Teile, ne? Aber gut. Wir können durchaus welche rankriegen, indem wir ins Krankenhaus gehen beispielsweise. Die haben ja immer Teile zur Verfügung. Na gut, wir können jetzt nichts weiter machen. Dann werde ich mal den Tag beenden. Wir gehen jetzt in die Bereiche, wo wir schon lange nicht mehr waren, in die Locations, und werden da mit der Axt einfach nach die Reste einsammeln und ein bisschen Holz mitbringen, denn das können wir notfalls durchaus auch als, ja, sie ist leicht verletzt, ne, ist das mit den zwei Wachen ein bisschen doof. Das würde nämlich bedeuten, dass sie alle schlafen müssen. Ah. Nee, ich lasse es mal so. Bruno muss auch morgen kochen, denke ich mal. So, dann gehen wir mal in die bombardierte Schule, weil da war ich auch schon lange nicht mehr. Da wird es vielleicht auch noch Reste geben, das weiß ich auch nicht mehr. Und wir nehmen auf jeden Fall die Axt mit. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt vertue und es gibt gar nicht viel zu holen. Aber wir werden es sehen. Hier war noch was. Ach du Gott, hier ist ja noch richtig viel. Krass. Dann hat sich die Schule auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ja, hier ist auch noch was zum Kleinhacken. Wunderbar. Also wir können gut noch was abgreifen hier. Hier ist jede Menge zum Kaputthauen. Ja, wenn wir das Holz selber gar nicht mehr brauchen, dann können wir es immer noch als Tauschmittel nehmen, ne? So, hier ist nichts. Gucken wir mal ganz oben.
Ja, da ist was. Ja, super. Da haben wir auch was. Das können wir schon wieder gar nicht alles nehmen. Damit hat sich unsere Kapazität schon erschöpft. Die Axt ist fast kaputt. Wann wird es enden? Ja, das ist genau das, worauf wir jetzt warten, ne? Da haben wir noch einen zum Kaputthauen. Und ich schätze mal, dass unser Beil danach auch hin ist. Ja. Das ist dann sogar ganz weg. Dadurch können wir sogar noch ein bisschen was mitnehmen. Okay, das soll es gewesen sein. Wir rennen zum Ausgang. Ich werde hier mal gucken, ob ich noch den Zabak mitnehme. Ja, das machen wir. Okay, das war's für diese Nacht. Ich werde jetzt immer 2 Tage in einer Folge bringen für die letzten Tage in This War of Mine. So, wir sind bei Tag 40. Marco ist zurück. Ja, Plünderer waren da. 7 Munition haben wir verbraucht, aber es ist nichts passiert. Nichts Schlimmes. Gut, dann geh du mal ins Bett, Marco. Machen. Ja, aber bevor du dich hinlegst, mach du mal eben nochmal die Wasserproduktion an. Und da unten ist schon wieder Fleisch fertig. Und da kommt der gute, wie heißt er noch? Franco.
hier das Alkohol noch nehmen können, ne? Okay, Franco. Wollen wir mal gucken, was du Schönes für uns hast. Gemüse ist knapp, aber ja. Ach ja, das bin ich ja. Ne, er hat kein Gemüse, ne? Ja, was brauchen wir? Das. Das auf jeden Fall. Teile natürlich auch. Erstmal kriegst du das bei, was ich sowieso nicht mehr gebrauchen kann. Dann... nehmen wir einen Alkohol. Wasser haben. Ja, und jetzt natürlich hauptsächlich die Teile. Das macht er nicht mehr. Aber das ist okay. Fürs Erste. Was können wir noch gebrauchen? Tabak hat er nicht. Leider. Ich denke, Gemüse ist so wertvoll. Auf jeden Fall noch Teile, so viel wir kriegen können. Ja. Genau. Wir haben doch so viel Holz. Warum fange ich jetzt nicht mal an, das zum Tauschen zu nehmen, ne? Holz können wir ohne Mühe auch nachholen, das macht keine Probleme. So, prima. Gebonkt. Dann gucken wir nochmal weiter. Wie sieht's denn aus mit Waffenteilen? Habe ich davon noch genug? Nicht mehr allzu viele. Also gucken wir, dass wir die auch kriegen. Okay. Zahnräder haben wir noch genug. Filter hätte ich gerne noch. Und eventuell auch die Patronen. Ja, dafür müssen wir eine ganze Menge Holz abgeben, aber es ist egal, weil wir brauchen das Holz definitiv nicht mehr. Oder kaum noch. So. Das ist aber definitiv eigentlich alles, was wir brauchen. Sonst sieht es eigentlich sehr gut aus.
kann mal gucken, was er noch für die beiden Zigaretten haben will. Denn Bruno braucht 3 Stück davon pro Tag. Ja. Vielleicht versuchen wir davon noch einen zu kriegen. Ja, super. Alles klar. Damit haben wir wieder schön viele Vorräte. Danke, Franco. Du hilfst uns beim Überleben. So, Gemüse ist ja noch ein bisschen in der Mache, ne? 4 Stück immerhin. So, dann holen wir uns hier den Alkohol mal ab. Genau, wir haben ja auch wieder Kräuter bekommen. Nicht viel, aber dafür können wir ja was machen. Wir könnten Medikament 1 ein Verband machen und Medikamente machen wir. Wir machen einen Verband und danach einmal ein Medikament. Kann dann noch mal Wasser anmachen. Haben wir wieder 14, das ist okay. So. Davon können wir sogar 2 machen. Donnerwetter. Das heißt, dann haben wir wieder auch einen guten Vorrat, wenn irgendwas passieren sollte. Sie hat ihre Verletzung auskuriert, dann darf sie auch mal was essen. Sollte sie auch ganz dringend mal, ne? Ja, und ganz wichtig, wir müssen hier noch ein neues Beil machen. Mach direkt 2. So, dann haben wir hier auch alles ausgeschöpft. Heizen müssen wir nicht mehr, wir haben 20 Grad. Gönne ich ihr jetzt auch mal essen, obwohl es noch nicht nötig ist, damit sie auch mal gesättigt ist, weil sie wird auch am schnellsten krank, ne?
Sollten wir noch irgendwas brauchen? Ja, da habe ich mal Lust drauf. Ich werde mal einen Sessel herstellen. Ist nur die Frage, wo wir da einen Platz für finden. Da oben würde es gehen. Jetzt, wo wir es uns leisten können, können wir den Leuten ruhig mal ein bisschen was gönnen, ne? Wasser anmachen. Ich glaube, das reicht aber nicht mehr von der Zeit her. Das wird nicht mehr reichen, nee. Gut, die Nacht bricht an. Gut, dann werden wir jetzt mal zwei Wachen aufstellen, weil alle sind nicht müde. Und sie darf schlafen, dann können wir am nächsten Tag mit ihr was machen. Gut, und wir gehen nochmal in die bombardierte Schule. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine volle Ladung abholen können. Denke ich. Brauchen auch die Axt nicht mitnehmen. Das nehmen wir schon mal mit. Aber viel war es nicht. Mehr war nicht, ne? Die Axt habe ich ja nicht nochmal mitgenommen. Ne, unten waren wir nicht. Ich schätze mal, den hätten wir noch kaputt kloppen können, ne? Aber... Nein, wir können zurück. Dann sind wir hier auch durch. Nehmen wir das, was vorne ist, noch mit. Dann dürften wir auch noch mal ganz gut voll sein. Ja, wir können schon gar nicht mehr alles mitnehmen. Die brauchen wir überhaupt nicht mehr, ne? Okay. Das war's. Wir sind wieder voll. Und man sieht, es lohnt sich sogar, Holz einzusammeln zum Tauschen, ne? Damit haben wir schon Tag 41. Die Räuber waren wieder da, aber es ist nichts passiert. Wir konnten sie abwehren. Wir hatten ja auch zwei Wachen, ne? Na gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir müssen jetzt im Prinzip nur noch auf das Ende des Krieges warten.
hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, wir sind gut aufgestellt. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl und tschüss.